Willkommen zurück zu Stellaris Apokalypse und dem aktiven Krieg gegen die Gox-Konföderation. Wir haben einige gute Kämpfe gehabt, haben auch die gewonnen, einzelne vereinzelte Kämpfe. Wir haben ein neues Protektorat bekommen, rüsten unsere Flotten wieder auf. Und wenn die fertig sind, die beiden Flotten, dann werden wir unseren Platz hier wieder einnehmen. Und das zurückerobern und wir füllen die Flotten eben wieder auf, denn man sieht hier, die sind doch schon immer wieder bei 10.000er Flottenstärken und das müssen wir unbedingt erhöhen. Ganz klar, die zweite Flotte verstärken auch, machen wir auch. Erste Flotte ist top, fertig. Die schicken wir gleich hin. Zweite Flotte hoffentlich auch. Ich muss das hier abfangen auch. So gut es eben geht. Und mit einer großen Stärke. Großen Flottenstärke, so gut es da eben auch geht. So, was dauert jetzt hier? Nicht leisten. Wie viel eigentlich? Wie viel brauchen wir da? Na, die kommen schon, mit 7.000 wird das nichts. Nee, das wird erstmal nichts, also zurück. Konstruktion abgeschlossen. Oh, die muss sofort zurück wieder. Ja, die ist abgehauen. Das System werden wir voraussichtlich verlieren, aber nicht so dramatisch. Wir brauchen hier jetzt unsere Flotten. Oh, da müssen wir ein bisschen drauf achten jetzt. Und wo sind eigentlich unsere Truppen? Aber die... Moment. Moment. Haben wir da keine? Und wo ist die Invasion? Die ist doch hier, tatsächlich. Ja, und mit einer Flotte von 7.000 müssen wir da gemeinsam angreifen. Das wird sonst echt schwierig. Wo fliegen die eigentlich hin? Die bleiben jetzt da. Die Invasion hat begonnen. Okay. Und wieso dauert das hier so lange mit den Flotten? Ah, die sind jetzt fertig. Und sofort hinfliegen, bitte schön. Feindliche Flotte entdeckt. Oh. Die Erkundung eines Sonnensystems ist abgeschlossen. Wir erhalten eine eingehende Übertragung. Sind damit gescheitert, es abzuwehren. Okay. Das heißt, das brauchen wir auf jeden Fall wieder. Das ist wichtig. Und die Flotte muss natürlich zerstört werden von den Feinden hier. Ich hoffe, das kriegen wir auch hin. Feindliche Flotte entdeckt. Sonnensystem vollständig erkundet. Ja, das ist natürlich doof. Ich brauche jetzt hier die Dings, die Oberfläche. Wo ist denn der Planet? Da. Armeen? Ach du Schande, oh Gottes Willen. Wo ist denn meine Armee? Sind die alle schon weg oder tot oder wie? Forschungsschiff, Konstruktionsschiff. Die Flotten, Militärflotten. Fehlt hier was? Nee. Schiffswerften? Boah, Wahnsinn. Da muss ich das auch erstmal aufrüsten und das ist ja doof. Das ist ja wirklich doof. Fünf, sechs. Dann haben wir 16. Das wird natürlich noch nicht ganz reichen. Ah, schwierig. Okay, nehmen wir erstmal das ein, soweit es geht. Und versuchen unsere Flotten noch zu
erweitern wieder. Wird schwierig, dieser Krieg hier. Ah, was haben wir hier? 1500, sehr schön. Die gehört ja auch gleich uns, die Flotte. Okay, das reicht. Wir können jetzt die sogar einnehmen. Könnten wir versuchen. Hier kommen die noch nicht durch erstmal. Unruhe sofort entstanden, klar. Wo kommen die denn eigentlich her hier? Ah cool, die Station greift die natürlich auch an. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Hm, 240 verbessern. Okay, Militarismus. Ach, und wir haben auch die... Oh, die Nahrung. Das ist ein Problem. Das ist schon ein Problem. Können wir mit denen kurz handeln? Da muss ich mal gucken. Nein, wir brauchen Nahrung. Zumindest kurzfristig. Das können wir mal machen. Wie viel können wir überhaupt lagern? 1000. Das ist aber teuer, doch. Das ist aber teuer. Okay, das haben wir. Ach, Anführer verstorben, Wissenschaftler. Super. Wir brauchen einen Physik, der für Partikel zuständig ist, wenn wir dann einen kriegen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Hm. Müssen wir den nehmen? Immerhin etwas erhöhte, um Gottes Willen, Lebensdauer. Wo kommen die denn jetzt? Jetzt greifen die hier an. Okay, wir haben aber diese Flotte und töten dann die anderen. Da sind sie nämlich schon, die brauchen wir auch. Ja, wir können hier eben nicht durch wegen diesem Ding hier. Und wer kommt jetzt hier an? Kommt da irgendwer an? Und wo ist die andere dicke Flotte gewesen? Ich dachte, die kommen jetzt hier reingestürmt, aber das ist noch nicht der Fall. Okay, also ein sehr ermüdender Kampf fast schon. Wir bekommen immer wieder Nachschub. Sehr gut. 9900. Ich hoffe, dass wir das jetzt hinbekommen. Das wird schwierig. Na, wir sind bei 7, 6. Die sind stärker als wir. Hier werden wir unsere Flotte verlieren. Aber das Ding kämpft auch mit. Eieiei. Also diesen Kampf werden wir jetzt verlieren. Ich weiß nicht genau. Oh. Doch nicht. Könnte knapp werden. Wenn einer unserer Flotten aufgibt, dann haben wir schon ein Problem. Aber wir haben eben auch die Station im Hintergrund hier, die ein bisschen mithelfen kann. Und das ist eine Sternfeste immerhin schon. Bauen wir hier doch mal eine Verteidigungsplattform auf. Forschung machen wir neu. Was können wir nehmen hier? Machen wir das mal. Regeneratives Rumpfgewebe, okay. Ach, wir haben es geschafft. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Ziemlich gut eigentlich. Ja, müssen sofort repariert werden auch.
Also das ist natürlich Wahnsinn. Die Flotten sind hier runter auf 5000, 6000 knapp. Hier ähnlich. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will natürlich die Dings hier wieder haben. Ach, ich habe hier eine Schiffswerft. Das ist ja super. Kann das hier alles direkt mit aufrüsten wieder. Und müsste hier eigentlich... Kann hier sogar ein Kreuzer bauen. Ziemlich cool. Machen wir doch gleich. Flotte, ja. Flottenkapazität, das brauche ich nicht. Demontieren. Die Sternbasis besetzt ist. Was heißt besetzt? Ach, deswegen das Ding hier wahrscheinlich. Ja, ich muss hier auf dem Planeten irgendwie das niederbolzen. Ja, das unterstützt auf jeden Fall. Mit der Militärmacht von 1100 ist das schon eine wirkliche Hilfe hier, das Ding. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ein anderes Reich hat eine Föderation gegründet. Die trauen sich jetzt im Moment auch nicht dahin. Wir erhalten eine eingehende Übertragung. Nee, kann ich natürlich nicht machen. 11.000, jetzt wird es natürlich ein bisschen brutal. Jetzt wird's brutal. Denn mit unseren 5.000, 6.000 wird das hier nicht reichen. Es wird nicht funktionieren. Schlachtschiff kann ich endlich bauen. Nicht schlecht. Sternfestung. Ja, würde Zeit. Megakanone wäre nicht schlecht. Würde endlich Zeit werden für. Nachbrenner nicht, aber die Sternfestung. Aber ich brauche das Ding auf jeden Fall auch. 155, ja. Und die Baukosten und Baugeschwindigkeit. Sternfestung geht aber schneller. Also machen wir das. Und ich entwickle mal ein Schlachtschiff. Und wie machen wir das denn? Hangar? Okay, Artillerie. Zwei große Dinge. Das mache ich auch. Und hier natürlich sofort die... Der Blitz wäre krass, ja. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Schild und Panzerung. Natürlich dann in dem Sinne nicht so viel... Ach, nur eine Reichweite. Okay, das ist natürlich doof. Dann muss ich doch die Railgun nehmen. Schildschaden muss dann runtergehen auch. Das Schild muss runter auf jeden Fall. Ein Trägerkern. Das brauchen wir. Das ist gut. Zweimal Punkt. Was haben wir denn eigentlich noch? Trägerkern, Hangarkern und Medium. Reichweite von 8, ja, nur wenn die dran sind. Das ist dann schwierig. Dafür habe ich ja die Kreuzer. Dann nehmen wir doch hier auch einen Artilleriekern. Oder schon einen Breitseiten. Ja, das Ding hier. Zweimal Large nochmal. Dann nehmen wir hier Wolkenblitz. Und wenn einer rankommt, sehr gerne dann auch Panzerung und Schild. Die Disruptoren. Und ein Artillerie-Hack. Da würde ich auch eher ein Breitseiten-Hack nehmen. Große Waffen und Slots haben wir schon genug. Und hier jetzt sogar mal die Laser eventuell einbauen. 11, 6, 12 Schildschaden. Hier ist natürlich Panzerung. Hier ist natürlich auch Schild und Panzerung. Ja. Nehmen wir mal das. Ja, das auch. Das Beste vom Besten. Und hier versuchen wir natürlich die Artillerie auf Distanz zu halten, wenn es geht. So, was bauen wir hier unten ein? Da müssen wir erstmal gucken. Natürlich die Schilde. Was nicht ganz geht. Oh, das wird nicht ganz reichen. Das wird nicht ganz reichen. Gucken wir doch mal einfach so und nehmen hier die Schilde auf. 10% plus.
Von 2,7 auf 3, das ist gut. Und da muss ich mal gucken, ob wir hier auch einen einfacheren nehmen können, oder? Ne, das reicht schon so. Das ist schon gut. Plus 119. Schaden. Überschüssige Energie, nichts. Aber ich habe hier eine wahnsinnige überschüssige Energie. Wo können wir das denn runterfahren? Machen wir das doch einfach mal damit. Von 1740. Na gut, das bringt gar nichts. Also lassen wir den gleich drin. Und das Ding nennen wir dann einfach haben wir schon die Rheinland-Klasse? Ich weiß es gar nicht. Die Aachen-Klasse Schlachtschiff. Und das kostet ein bisschen was. Und jetzt bin ich gespannt. Die 11.000er Flotte kommt hier an. Okay, und das wird jetzt sehr schwierig. Das wird jetzt sehr schwierig. Die fliege ich ein bisschen nach hinten. Und jetzt geht's los. Und das werden wir nicht schaffen. Das werden wir so nicht schaffen können. Ich hoffe, wir werden sie aber dezimieren können etwas. Naja, immerhin auf 7.000 von 11. Gut geschlagen. Ziehen sich erst spät zurück auf 7.000 runter. Ja, ein bisschen verteidigen kann sie sich. Tja, und die Flotten sind jetzt aber im Eimer. Meine Flotten sind im Grunde weg, beziehungsweise hier sehr schwach. Und da muss ich gucken, wie ich das mache. Ich brauche Mineralien und zwar ganz dringend. 10.000, das heißt, ich kann zur Händlerenklave. Ja. Das ist erstmal schon mal gut hier. 50 plus. 50 plus, okay, das geht. Die haben wir. Was gibt's noch? Händlerenklave, sehr schön. Ja, das ist schon mal nicht schlecht jetzt. Und gleichzeitig auch ein Problem, weil wir eben auch jetzt die Dings verlieren. Dann müssen wir das uns aufkündigen. Kriegsmüdigkeit 100% und wir müssen es wirklich aufpassen. Unterstützung können wir machen. Beschäftigt mit. So, 39%. Ich hoffe, wir haben jetzt ganz schön viel rausgehauen. Schlare geben soll bleiben erstmal. So, und ich muss gucken, wo unsere Flotten hier sind, damit wir das wieder einnehmen können. Transportflotte, ja, super. Alles fertig. Alles fertig. Das heißt, sie können sich treffen. Die können sich treffen. Dort, sehr gut. Transportflotte 10, machen wir hier mal einen Anführer, einen General, der ist verfügbar, den haben wir. Und dann mache ich hier eine Invasion und da muss ich echt gucken, dass ich meine Flotten wieder aufrüsten kann. Und da gehen wir gleich mal in Flottenmanager, weil wir brauchen hier eben jetzt die Schlachtschiffe mit drin. Befehlslimit zu hoch, okay, 108. Kreuzer 10, hier 10. Kreuzer 10, wie viel können wir hier machen? 5, das ist genau richtig so. Und mal gucken, wie viel wir überhaupt bauen können. Ich will ja mal ein Schlachtschiff bauen gleich. Wo sind hier die Schiffswerften? Dort, 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 dort. Und dort, wir können denn höchstens hier Schlachtschiff gleich bauen. Wahnsinnig, wie günstig das ist.
Ah, Moment, das ist aber nicht das, was wir haben wollen. Ja, ach, eine Klasse 1400, aber immerhin kann ich zwei Stück davon bauen. Sehr gut. Damit werden wir auf jeden Fall erstmal angreifen. Wann kommt die? Glorim, oh Mann. Sehr witzig, obwohl wir, muss ich erstmal gucken, was er hat. Okay, naja. So, und wo tauchen unsere Flotten auf? Das ist ganz wichtig. Sonst nehmen die uns hier. Wir erhalten eine eingehende Übertragung. Ja, das ist ziemlich cool. Das werden wir machen. 20 Jahre. Wir können auch gleich wieder das nächste Schlachtschiff bauen. Das werden wir aber in Auftrag geben. Hier. Und wo, was haben die vor eigentlich? Oh, das haben die eingenommen, tatsächlich. Das ist übel. So, sind hier sind unsere Flotten. Wo sind die? Hier oben. Und dort. Oh mein Gott. Die müssen wir sofort verlegen. Sofort verlegen. Und die haben tatsächlich das. Die haben natürlich das Ding hier eingenommen, was ich dringend brauche. Wie bitte? Der Anführer wurde gerade gewählt und ist verstorben. Was ist das denn? Oh. So, und wir haben hier ein Problem, weil die ganz schön große Flottenstärken haben und wir eben nicht. Die Blorg. Warum sollten die Blorg uns angreifen? Können es aber zumindest. Ideologie, okay. Was haben wir hier in Verteidigung? Keine. Das ist nur die Station, die hier die Power hat. Oha, da muss ich jetzt aufpassen. 7000 wieder kommt an. Und die wollen hier eben runter auch. Baukosten, monatliche Einigkeit, nicht schlecht. Ich hoffe, dass die uns jetzt hier nicht den Chaos machen an unserer Station. Das wird sonst übel. Aber das eine Schlachtschiff ist schon fertig. Wir erhalten eine eingehende Übertragung. Von daher, Frieden können wir so nicht schließen, das geht nicht. Eine Kriegserklärung wurde verkündet. Also das mit der Nahrung ist wirklich ein Problem. Dringend, dringend, dringend Nahrung. Gucken wir uns mal die Oberflächen an, ob wir noch ein bisschen was ändern können hier. Nahrung rüberziehen und zwar von dem Ding, dann ist es so, hier können wir nicht viel machen. Die wollen,
das Ding einnehmen und fliegen hier weiter. Okay. Können wir den hier noch ausbauen, weil das Ding ist wichtig. Könnte sein, dass die dort weiterfliegen wollen. Das können wir natürlich so nicht zulassen. Ich werde mir aber das Ding wiederholen jetzt. Beziehungsweise muss aufpassen. 1600. Eieiei, Wissenschaftler verstorben. Achso, die Flotten der Armeen hier. Wo haben wir das Ding? Hier. Transportflotte 1. Brauchen wir auch. Ja, dafür. Feindliche Flotte entdeckt. Oh, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wie kommen die jetzt alle wieder zurück hier? Oh nee, oder? Die wollen jetzt hier wirklich die Station einnehmen. Dann will ich das Schlachtschiff hier auf jeden Fall erstmal sichern. Erste Flotte, zweite Flotte. Erstmal hier treffen. Boah, das wird natürlich übel. Die feindliche Flotte wird ausgewichen. Forschung abgeschlossen. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt das Schlachtschiff ist dann auch weg. Eieiei. Okay. Forschung fertig. Forschung fertig. Das ist wichtig. Kriegsmüdigkeit vor allen Dingen. Abgedämpft. Ja, das haut schon ordentlich raus, die Station, aber es reicht eben noch nicht. Gegen diese Flotte hier. Aber, Moment. Die können wir fast dazu schicken. Ich hoffe, es klappt irgendwie noch. Das ist natürlich doof, das wollen wir nicht riskieren. Ich hoffe, die dringen auch nicht tiefer jetzt in unseren Raum ein. Eieiei, das ist natürlich übel. Alles, was ich habe, muss ich jetzt hier sammeln. Und habe eben auch nur noch Schiffswerften. Hier oben. Das ist übel, weil... Ja, die Verteidigung nicht standhält. Weil die Verteidigung nicht standhält. Erstmal reparieren. Und dann hier wieder sammeln, soweit es eben geht. Und die ziehen noch nicht ab. Die kommt zu uns jetzt. Das ist übel. Ich muss mich jetzt nach Uno zurückziehen. Anders geht's nicht. Und sammeln. Und hier haben wir eben keine Verteidigungsplattform. Das ist ein großer Unterschied von 1700 zu 6000. Ich gucke mal auf die Forschung.
Dauert auch eine ganze Weile. Fast 10 Jahre, 8, 9 Jahre noch. Einer feindlichen Flotte wird ausgewichen. Springt bitte. Springt bitte. Springt bitte, jawohl. Immerhin. Okay, das Ding ist eingenommen. Die wollen tatsächlich jetzt auch weiterfliegen. Unser Konstruktionsschiff wird angegriffen. Wir haben ein Konstruktionsschiff verloren. Die wollen wirklich jetzt hier auf die Kacke hauen. Okay, die lasse ich im Hintergrund. Hier ist die Flotte. Reparieren. Hier ist auch das Ding. Und die zweite Flotte zusammenfassen. Das Ding kommt auch noch mit reingesprungen gleich. Und das wird übel, weil eben hier... Jetzt der Krieg anfängt, ja. Das ist natürlich... 6000, ich hoffe, das kriegen wir hier irgendwie hin. Ja, es geht ganz schön runter. Ja, das sollten wir hinkriegen. Der Angriff ist zumindest hier gestoppt worden. Ein Schlachtschiff, ja, sehr gut. Oh, bitte. Oh, was ist nun los? Die Schnecke hat zugestimmt, das Volk hat... Das Schneckevolk hat zugestimmt, diesem Krieg jetzt sofort ein Ende zu setzen. Oh, nee, oder? Status quo. Und was heißt das? Was haben die jetzt bekommen? Nichts. Es ist alles so geblieben wie vorher, denke ich. Ja. Und ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Handelssachen beenden. Das haben wir beendet. Wir möchten auch das beenden. Wo ist die Händler-Enklave? Ja. Okay. Keiner der beiden Kriegsparteien besetzt derzeit beanspruchte Gebiete des anderen. Ein derzeitiger wird zum Weißen Frieden ohne Grenzverschiebung. Okay. Also, das war's vom ersten Krieg. Eine tierische Abnutzung und ich muss natürlich versuchen, dran zu bleiben. Denn die Goks sind überlegen und ich muss mir irgendwie was überlegen, wie ich da rankomme. Also, das war der erste Krieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, meinen Kanal abonniert, die Glocke nicht vergessen, damit ihr keine Inhalte verpasst. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.